Gründungsideenwettbewerb werden Ideenträger aufgefordert, ein Konzept rund um ihre Ideen zu beschreiben. Das heißt, eine Idee allein reicht nicht, sondern man muss auch überlegen, wie man aus dieser Idee einen wirtschaftlichen Erfolg machen kann. Wir wurden sehr von der Stift Thüringen unterstützt, von der Frau Dr. Fuchs. Die hat uns bei den Businessplänen geholfen und uns auch sehr viele wertvolle Tipps für die Firmengründung gegeben. Und das Ziel ist, mit ganz vielen Partnern zusammen zu helfen, diese Ideen zur erfolgreichen Unternehmensgründung auszubauen. Dadurch haben wir in Thüringen ein einzigartiges Spektrum, das heißt eine Betreuung von der Vorgründungsphase über die Gründungsphase bis in die Wachstumsphase hinein, was kein anderes Bundesland zu bieten hat. Jeder regionale Ideenwettbewerb konnte 2 Projekte nominieren für diese Landesstufe, sodass wir in Summe 8 Bewerber hatten. Und auf Basis des eingereichten Papieres plus die Präsentation hat dann die Jury bewertet und hat aus den 8 3 Projekte ausgewählt, die sich besonders hervorhoben. Ich war sehr erstaunt, welche Praxisnähe diese Projekte hatten. Wir präsentieren Data Roots, ein Smart Grid Konzept, mit dem man Energieflüsse steuern kann, vom Erzeuger bis zum Verbraucher über alle Netzebenen. Das Schnelllastwarnsystem kann Lasten von Dächern messen und die zuständigen Mitarbeiter und Behörden per SMS oder E-Mail warnen. Es geht um ein mobiles Raumsystem, welches beim Transport Standard-Containermaße hat. Und vor Ort kann man es dann aufklappen und dadurch ergibt sich der dreifache Raum von der eigentlichen Grundfläche eines Containers. Also Marktchancen sehen wir relativ gut, da es derartige Systeme in der Ausbreitung oder Ausreifung deutschlandweit noch nicht gibt auf dem Markt. Wir haben Unterstützung genossen durch Stift einerseits, die uns wirklich ermutigt haben als sozusagen Gründungsideen-Wettbewerber, der im beruflichen Leben steht, wirklich einen Antrag zu schreiben, das auch mal zu probieren. Da möchten wir uns herzlich bedanken. Für zukünftige Teilnehmer als Tipp würde ich immer wieder empfehlen, sich Unterstützung zu holen. Gute Ideen haben und diese bis fest verfolgen. Von seiner eigenen Idee überzeugt sein und das natürlich auch nach außen tragen. Da tun sich viele schwer. Ja, beteiligen Sie sich an den regionalen Ideenwettbewerben. Das ist die Voraussetzung, um hier dabei sein zu können. Und seien Sie mutig.